Bitte, was? Pikachu als Starter-Pokémon? Ja, Leute, es gibt Pikachu als Starter-Pokémon. Ich werde euch jetzt den Trick auch zeigen. Der geht eigentlich sehr schnell. Wir werden dazu erstmal einen neuen Account eröffnen. Beziehungsweise wir. Dieses Server. Die ganze Serverpiste kotzt jetzt einen an. So. Wir nehmen jetzt mal. Wir nehmen jetzt hier in den Warframe. Leg mich am Arsch-Account. Nur weil von meinem Kumpel das Internet abspackt. Hashtag WLAN für den Arsch. Alter. Das dauert. So Leute, jetzt neuer Versuch, neues Glück. Wir werden uns abmelden. Ja, wir sind sicher, dass wir uns abmelden. Abmeldung fehlgeschlagen. Erneut versuchen. So, wir haben jetzt Pokémon Go jetzt einmal komplett geschlossen. Da kotzt dann nur noch ein an. Meine Fresse. So, neuer Spieler. Google. Ne, warte, wir nehmen jetzt kein Google. Wir nehmen Facebook. Müsste hinhauen, denke ich mal. Weil ich ja mit der App ja verbunden bin. Ja. So, jetzt spielen wir halt mal eine Runde Pokémon Go auf meinen zweiten Facebook-Account, weil mein erster Facebook-Account, da bin ich nicht mehr so aktiv, weil ich nur zugeballert werde von irgendwelchen Gruppen, die mir eigentlich einen feuchten Dreck angehen. Und ja, wir werden jetzt euch, beziehungsweise ich werde jetzt euch den Glitch zeigen, beziehungsweise den Bug zeigen, so dass ihr Pikachu als Starter-Pokémon erhalten könnt. Ja. Ja, heute mal. Wir werden als junger Mann anfangen. So blond, schwarz. Schwarze Haare, Augen. Lass mir blau. So, nächstes Oberteil. Rennst du damit rum? Mütze. Kletter da. Rucksack. Braucht er nicht. Zack, fertig, passt. So, ich bin fertig. So, Leute, jetzt werden wir unser erstes Pokémon aussuchen. So, ich hoffe, dass das funktioniert. Weil wir müssen jetzt unser GPS einmal ausmachen und wieder anmachen. Geht nämlich darum, wir müssen von den Pokémons flüchten. Ihr habt richtig gehört, wir müssen von den drei Starter-Pokémons flüchten. Es geht nämlich darum, flüchtest du dreimal, zweimal, also zwei bis dreimal von den Starter-Pokémons spawnt ein Pikachu. Ich habe es gestern Abend ausprobiert, es funktioniert wirklich. Nur jetzt muss mein GPS mal hier wieder laufen, ansonsten wird das hier total für die Katz. Junge. Er läuft einfach so nach dem Motto, ich laufe meine Kilometer, halt dein Maul. Nee, also jetzt buggt das gerade hardcore. So zum Kotzen, nee. So, Pokémon Go wieder neu starten. Nerv. So, jetzt hier aber. Vollgas, ab durch da. So, komm, lad hin. Nein, du lädst jetzt hin. Sonst gibt's Backpfeifenverteilung. Aber mit Schmackes. Ja, komm. Alles gut. Lol, ich bin wieder auf einer Wildnis und die drei Pokémons sind sowas von hart gebackt zusammen. Shigi, Lumanda und Bisasam zusammen gebackt. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist das neue Starter-Pokémon, wir will's haben. Alter, aber das GPS packt gerade hardcore. Komm, flüchte von den Pokémons. Flüchte von den Pokémons. Flüchten. Lauf weg. Sie wollen dich. Sie wollen dein Fleisch.
sind Kannibalen. Drei und so. Es kommt gleich einmal die Fehlermeldung, genau. GPS konnte nicht gefunden werden. Fehlercode 11. Gleich wird er wieder aktiviert und gleich läuft das Ding hier quer durch die City. Also war es gestern Abend höchstwahrscheinlich. Nur das Problem ist, jetzt kackt hier mir das WLAN wieder ab und das GPS zugleich. Ach, nerv. Telefon. Wir werden das jetzt mal ein bisschen anders machen. Sondern gleich mit hoher Genauigkeit. Das ist mir scheißegal. So. Weil, wenn man nur das Gerät nimmt und jetzt auf einer Stelle ist, guck mal, spawnt es dort. So, jetzt bin ich hier hinten an der Hochbrücke. Weiß nicht, was das soll. Jetzt bauen sie da. Genau. Jetzt mache ich sie ja aus. Jetzt wieder an. Ach ja, halt dein Maul. So. Gleich läuft er wieder. Es ist übelst lustig, ey, wie man sich da einfach hin und her spawnen kann. Okay, hier ist der Marktplatz. Also, wir sind hier richtig. Zwei. Zack. Ja, jetzt bauen sie wieder dort. Vielleicht bauen wir nicht woanders. Da ist Pikachu gespawnt, Leute. Wir haben ihn jetzt mal die. Vielleicht später. So, das ist Pikachu. Sauberer Kick, Pikachu. Ja, Leute, Pikachu als Anfangs-Pokémon. Es ist kein Witz, es ist wirklich so. So, dass alle jetzt den Trick wissen, wie bekomme ich Pikachu. Ja, Pikachu kann man kriegen. So, den Namen dürft ihr euch aussuchen, wie, also ich nenne ihn jetzt einfach mal Kannibale Konyoko. Etwas kürzer. Da kopiert jemand meinen YouTube-Namen. Kiwi, so. So. Ja, das Pokestop-Rennen und bla. So, dann sind die Wetterbedingungen wieder mal drauf. Flug-Pokémon und bla bla bla. So, unser erstes Pantymos. Guter Curveball. 2, 3. Pantymos ist drin. Erster Anfang des Tages. Und es sind 2000 EP plus. Patinos noch nicht hatten und es hat 319 schwach. Aber jetzt für meine Bedingung ist es schwach. Auch wenn wir hier jetzt Level 3 sind mit diesem Account, würde ich mal sagen, Leute, also es ist wirklich wahr und dieser Account hier, Konyoko TV, wird sogar verlost. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr den haben wollt. Ich werde den nebenbei auch ein bisschen hochpimpen, damit ihr ordentlich Pokémons habt und alles. Und ja, Geld investieren werde ich dann auch noch so 10 Euro oder 15 Euro. Mal gucken. So, wie gesagt, Leute, lasst ein Like da, abonniert mich, falls ihr wollt, oder ihr habt schon. Und, ja, wie gesagt, kommentiert, falls ihr diesen Account haben möchtet. Das wird dann eine lustige Runde und tschüss.